Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich hatte es schon in den Neuigkeiten gesehen, es gibt zum einen neue Musik und es gibt jetzt endlich die Shop-Voting-Funktion. Ich bin schon gespannt drauf, wie das Ganze abläuft und ich würde sagen, wenn euch hier die Videos gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Schreibt gerne Feedback in den Kommentare, auch ob Lautstärke und alles so passt, würde mir auf jeden Fall super weiterhelfen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Item-Shop rein. Wie wir es rechts schon sehen können, gibt es die Item-Voting-Funktion. Sieht man auch, die läuft 43 Stunden, das heißt eben halt immer 2 Tage, wenn sie angefangen hat, sind die schon ein paar Stunden vergangen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt damit. Und während dieses Spezial-Events erhältst du jeden Tag eine Stimmabgabe. Mit ihr kannst du für einen Gegenstand stimmen, den du wieder im Shop sehen willst. Okay, du kannst eine Stimmabgabe nicht zurücknehmen. Das heißt, man muss wirklich überlegen, welche Entscheidung man nimmt. Es geht nicht mehr rückgängig. Sobald das Spezialevent beendet, kehrt der Sieger der Community-Entscheidung in den Itemshop zurück. Wir haben hier die 3 Skins. Die mag ich tatsächlich überhaupt nicht. Doch, man kann auch auf Infos gucken. Den mag ich jetzt auch nicht so wirklich. Ich würde jetzt mal für den abstimmen. Aber alle drei jetzt nicht allzu besonders. Ich finde auch ganz cool, dass es nicht 24 Stunden ist, bis man die nächste Stimme abgeben kann, sondern tatsächlich, wenn der Itemshop sich wieder aktualisiert, dass man das dort abgeben kann. Finde ich nice. Von gestern nach dem Update ist noch der Guaco-Skin drin, der Taco-Skin für Green Roof. Passt eben halt passend zu den der Burger-Tomato-Skin. Ist jetzt auch noch der Taco-Skin drin. Auf jeden Fall einen ganz nice Skin. Gefällt mir. Dann habe ich hier aus dem Wütender Sturm-Set den Gewittercharakter. Ist ein richtig cooler Charakter, wie ich finde. Man sieht hier eben halt so direkt den Sturm als Haut im Prinzip so. Hinten auch dieses Orb im Prinzip. Sieht ziemlich nice aus. Dazu die weibliche Variante der Blitzcharakter. Ist auch nice für 800 V-Bucks geht es auch vollkommen klar. Dann habe ich hier die Sturmblitz-Hacke. Hat einen nice Effekt hier mit dem ganzen Blitzchen, der immer rausschlagen. Weil ich finde, Setter und blaue Spitzhacke sein können. Dann habe ich hier den Sturmaugleiter und der ist richtig, finde ich richtig cool. Wie hier einfach so richtig reinrollt. Den ganzen Blitzen überall. Fällt mir auf jeden Fall. Dann gibt es dazu noch die Turbulent-Lackierung. Das sieht auch ziemlich nice aus mit den goldenen Details hier und dann Sturmeffekt drauf, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier im nächsten Slot den Shogun-Skin. Sieht eigentlich richtig cool aus, wobei er eben halt ziemlich breit ist und man deshalb nicht wirklich gut spielen kann. Trotzdem eben halt ein nicer Charakter. Dann haben wir die Klingenbiss-Spitzhacke. Hat auch einen nice Sound, sieht auch ziemlich nice aus, weil sie glaube ich etwas groß ist. Dann habe ich hier als nächstes ewiger Taco-Dienstag als Lackierung, animierte Lackierung. Ich mag die Farben persönlich nicht ganz so gern. Deshalb würde ich mir sie eher nicht kaufen. Wobei die Animation eigentlich schon ziemlich nice aussieht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir hier gekonnt. Ist auf jeden Fall eine nice Musik dahinter. Fällt mir. Dann haben wir verregnete Tage. Das ist jetzt kaum. Hier die Musik. Etwas laute Stellen. Sehen wir halt von diesem Money Rain Emote. Im Prinzip einfach nur als Musik. Kennen wir ja schon. Das ist in Ordnung. Der ist aber nicht allzu besonders. Aber hier Taco Zeit. Sehen wir genau das aus Greasy Groove. Kann man eigentlich auch schon Gegner ziemlich gut trollen. Wenn man damit einfach so rumläuft, dann denken die vielleicht auch, es wäre Taco-Zeit so. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Dann haben wir hier Zahnseide-Wirbler. Ist auch ganz nice. Und als letztes haben wir noch ins Schwarze. Ist auch ein ganz nice Charakter. Habe ich mir auch gekauft. Gefällt mir auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.